Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist der Nils und weiter geht's mit Infos aus dem Bereich Minecraft Dungeons. Ich habe ja in der letzten Zeit mehr mich auf Hytale konzentriert, habe hier ein paar Videos rausgehaut. Wem das interessiert, der kann natürlich jederzeit meinen Kanal abonnieren, damit er hier auf dem Laufenden bleibt. Jetzt werde ich mich wieder ein bisschen um Minecraft Dungeons kümmern, um hier auch eine gewisse Ausgewogenheit zwischen Hytale und Minecraft Dungeons Videos zu machen. Das Ganze hat natürlich auch einen Grund. Ich kann natürlich nur Videos machen, wenn ich entsprechende neue Informationen habe. Und momentan ist es so, dass Minecraft Dungeons von der Informationsdichte eigentlich interessanter ist, denn Minecraft Dungeons soll ja ungefähr im Frühjahr 2020 rauskommen. Das wäre so Februar, März 2020. Und ich warte ja immer auf Informationen, wann geht die Beta los, was gibt es überhaupt für neue Informationen, und da kommt recht wenig. Hytale hat auch was angekündigt in dem Bereich, dass neue Informationen rauskommen sollen, aber bisher auch hier keine Infos. Aber vor kurzem, vor wenigen Tagen hier, kam ein Video raus, nämlich auf dem Kanal von Minecraft. Und zwar heißt das Video Tagebücher der Minecraft Dungeons Ursprünge. Das ist jetzt eine Woche her. Ich habe noch mal ein bisschen gewartet, ob vielleicht noch zusätzliche Informationen irgendwo rauskommen. Habe aber hier nichts gefunden. Und deswegen werde ich jetzt hier mal ein React-Video, kann man das so sagen, werde ich jetzt mal machen. Schauen wir einfach mal, welche Informationen wir kriegen. Interessant ist, dass das Ganze ab 10 plus ist. Also nichts für Achtjährige. Das ist auch sehr interessant, kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Aber schauen wir einfach mal weiter. Minecraft Dungeons is an action-adventure game. It's set in the Minecraft universe and the player and his friends or her friends walk around and explore various areas inside the Minecraft universe, but in a bit of a different way than in the core Minecraft. It all started when we were trying. Also hier grundsätzlich mal eins, was David hier sagt. Es geht erstmal darum, dass es nicht einfach nur ein Minecraft ist, sondern es ist ein Minecraft Dungeons. Das ist ein Spiel mit Abenteuer, mit Erkunden und mit Kämpfen auch, und das gemeinsam mit den Freunden, also in kooperativen Stil zusammen dieses Spiel zu spielen. Also es unterscheidet sich dann schon sehr stark von Minecraft, weil es eben ein Dungeon Crawler ist. Trying to figure out a cool Minecraft style game for the Nintendo 3DS. Ja, hier nochmal haben wir also Jens Bergenstein, da komme ich auch nachher nochmal kurz auf ihn, ein paar Informationen zu ihm dann noch im Anschluss drauf, der Chief Creative Officer, und rechts haben wir eben hier dann Mans Olsen, Game Director, und die sprechen also hier davon, dass das Spiel ursprünglich für den Nintendo 3DS entwickelt worden ist, was eine sehr interessante Aussage ist, denn wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass Nintendo 3DS ein Handheld-Spielkonsole ist, die im Februar, März 2011 rausgekommen ist. Wir haben jetzt 2019. Das heißt, es sind 8 Jahre Unterschied. Hier ist natürlich die Frage, oder hier würde mich interessieren, wenn es schon heißt Minecraft Dungeons Diaries Origins, also die Ursprünge, wer ist denn da drauf gekommen? Wo war die Anregung und vor allem, wann war das denn genau? War das 2011, 2013, 2015? Das würde mich wirklich mal interessieren, wer hier das ins Spiel gebracht hat. Und vor allem, es ist ja dann anscheinend nicht für die Nintendo 3DS rausgekommen, sondern jetzt dann eben erst viel, viel später. Auch hier die Frage, warum das dann so lange gedauert hat. Trying to figure out a cool Minecraft-style game for the Nintendo 3DS, and we toyed with a bunch of different ideas, but finally making a dungeon crawler was something that really struck a chord with us. Right, it resonated with our team because we were fans of the genre, and we also wanted to explore the adventure and exploration and combat aspects of Minecraft further. Also, es ist auch eine interessante Aussage
von Explore the Adventure Manns hier. Zum einen, dass man die also das Erforschen und das Kämpfen, das wollte man also vertiefen. Und das andere war, dass der ursprüngliche Antrieb, einen Dungeon Crawler zu entwickeln, nicht aus der Community gekommen ist. Man hat also nicht die Community gefragt, liebe Minecraft-Fans, was wollt ihr denn gerne haben? Was würdet ihr gerne spielen? Sondern dass das anscheinend mehr von der Entwicklerseite her gekommen ist, weil die gerne Dungeon Crawler gespielt haben. Combat aspects of Minecraft further. The vanilla team or the Minecraft core team has a lot of influence on the development of Minecraft Dungeons. Maybe not as much hand-to-hand, day-to-day in an operational level, but making sure that everything we do in Dungeons could fit in the core Minecraft experience. Also auch hier sehr interessant, das ursprüngliche Team von Minecraft, dieses Vanilla-Team, also dieses Team, was sich nur um Minecraft ohne die Erweiterung kümmert, hat auch ist auch hier involviert, mit verwickelt in Minecraft Dungeons. Die kümmern sich jetzt zwar nicht um alle Aspekte, die eben für die Erstellung des Spiels zuständig ist, aber die Grundidee muss mit Minecraft übereinstimmen, und das ist ja auch richtig so, weil es soll ja auch eindeutig im Minecraft-Kosmos mitspielen, das Spiel. It is our hope to show our players our passion for games and also to show that we can bring great experiences not only within Vanilla but outside our comfort zones to actually introduce something new. Ja, sehen wir jetzt tatsächlich mal einen Einblick in das Entwicklerteam. Sehr interessantes Ganze. Wir sehen also hier ein Großraumbüro, kann man sagen. Wie eine Art Callcenter, bloß dass halt hier nicht telefoniert wird, sondern dass hier eben entsprechend programmiert wird. Wir haben hier immer drei Tische. Das Ganze hier ist mit Teppichboden, dass das alles sehr ruhig ist. Ich hätte mir es nicht so vorgestellt. Wir haben zwar hier ein bisschen so Merch, hier ein bisschen, also ein Poster und hier ein Poster und hier ein Poster und hier so ein, was ist das, so ein kleines Rentier im Weihnachtskostüm, aber ansonsten haben wir hier sehr wenig. Wir haben hier nichts, was irgendwo darauf schließen lässt, dass das Minecraft Dungeon ist. Man kann hier Dungeons noch lesen, aber das könnte jetzt auch ein x-beliebiges anderes Spiel sein. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, wie kreativ zum Beispiel Rocket Beans ihre Büros ausstattet und wie hier Figuren rumstehen und weitere Posters rumstehen und wie hier einfach versucht wird, sich mehr auf dem Spiel mit dem Spiel zu identifizieren, sehe ich hier sehr wenig Identifizierungspunkte. Auch hier keine Poster an der Wand, alles sehr kahl, sehr büromäßig, sehr, sehr konzentriert das alles Ganze. Sehr interessant. Auch hier eine Jacke, also entweder haben die keinen Kleiderständer oder es ist sehr kalt irgendwie in dem Büro, auch der trägt hier so einen Pullover. Also es scheint eher, sehr geschäftsmäßig abzugehen. Es fehlt ein bisschen so dieses Nerdige. So habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt, das Programmieren von einem Spiel, aber wirklich interessanter Einblick. This is developed by a dedicated team and we're really doing a passion project here. And the size of the team, I mean, from Mojang perspective, it might be big. We're about 20 people. Auch interessant, dass da letztendlich nur 20 Menschen aktiv Tag für Tag an dem Spiel arbeiten, ist eigentlich nicht viel. So we'll need to be really smart with how we build things to make it last a long time, to keep things interesting for the player. The team knew each other really well, so there wasn't really a proper method or process. You counted on each other to. Jede mich auch mal interessiert, wenn hier schon berichtet wird, dass sich das Team gekannt hat. Es geht ja um die Ursprünge, also wie alles begonnen hat. Hätte mich mal interessiert, woher sich dieses Minecraft Dungeons Spieler, Entwickler, Spielerteam gekannt hat. Kamen die alle aus derselben Firma oder wie? Das hätte mich auch mal interessiert. Das kommt hier nicht so raus. Deliver on what was on them, but as the scope of the project has increased, the project. Also auch hier, wenn man sich das so anschaut. But as the scope of the. Also ganz wenig irgendwie verspielt es hier.
nicht irgendwie welche Figuren am Tisch oder so oder ein Poster an der Wand, um sich ein bisschen mit dem ganzen Spiel mehr zu identifizieren. Es ist ja alles eher sehr nüchtern. Project has increased. The project had to put more process and methods to be able to make it work. It's a game that we as a team believe in and a genre that we as a team love playing. Auch hier, das ist eine Art Besprechungsraum, alles sehr kühl, wenig verspielt das Ganze, also alles sehr professionell. Hier steht irgendwas, kann man nicht lesen. So, for us as a development team, sitting right next to the vanilla gameplay team with Jens and others is super useful. Also hier nochmal die Info, dass die tatsächlich im selben Haus, im selben Gebäude, im selben Stockwerk sitzen, das Minecraft Dungeons Team wie das Minecraft Team. Das ist auch sehr interessant. That means we can go there and we can discuss new concepts with them. So fans of the genre, we hope they will love this because we want to make a game that is quite easily accessible. Das ist extrem wichtig, ein ziemlich leicht zugängliches Spiel zu machen. World of Warcraft zum Beispiel war auch extrem leicht zugänglich. Jeder konnte es sofort spielen. Man hat keine Probleme gehabt, reinzukommen. Es ist extrem wichtig. Ich habe vor kurzem auch wieder ein Spiel gespielt, wo ich überhaupt nicht reingekommen bin. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, wie ich an Waffen komme. Ich wusste nicht, wie ich an Geld komme, um irgendwas zu kaufen. Das heißt, dieser Einstieg ins Spiel ist extrem wichtig, weil wenn das nicht klappt, dann wird das Spiel nichts. Deswegen ist diese Zugänglichkeit ein ganz wichtiger Punkt. Accessible. It's not very hard to get into, but we still want to make sure that there's a lot of depth in here. Ja, das ist genau das, was ich auch in einem der Videos schon mal angesprochen habe, nämlich wird Minecraft Dungeons erfolgreich sein? Genau den Punkt habe ich damals auch angesprochen in dem Video. Leichter Einstieg und dann eben die Frage, wie kann ich das Spiel über eine lange Zeit interessant halten? Wie kann ich Tiefgang machen? Wie kann ich immer wieder neue Features reinbringen, dass die Spieler Freude haben, auch nach einem halben Jahr und nach einem Jahr noch, selbst wenn dann alle oder viele die Höchststufe haben. Wie geht es dann weiter? Wie kommen neue Herausforderungen ins Spiel? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach im Spiel umsetzen muss. Characters in Minecraft do not have any inherent abilities. You don't have skills, you don't have abilities, nothing like that that you find over time. And that is quite different from most games in the genre, so that's something we definitely had to take into consideration. So instead in Dungeons we focus very much on you are what you wear. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Du bist, was du trägst. Jetzt stellt euch mal vor, es würde 100 Stufen geben bei Minecraft Dungeons. Und ihr habt jetzt diese 100 Stufen erreicht. Ihr seid jetzt ein erfolgreicher Magier oder Tank. Und jetzt geht ihr abends nach Hause, ja, macht die Tür auf und jetzt tut ihr eure ganzen Rüstungsteile hier an der Garderobe ablegen. Die Kinder kommen schon, Essen steht auf dem Tisch. Du stellst also deinen Superhammer hier neben den Regenschirm und dann stehst du eigentlich nur noch in Hose und in T-Shirt da und gehst jetzt zum Tisch und willst was essen und jetzt bist du von dem 100-stufigen Magier oder Tank bist du runtergekommen auf nichts. Denn du hast ja keinerlei Fähigkeiten. Alles hängt in deinen Artefakten drin und du bist ein ganz normaler Typ ohne irgendwelche Fähigkeiten. Also wenn ich mir das so vorstelle, ist total irre. Und dann kommt der 15-jährige Sohn daher, zieht die Klamotten von mir an und hat dann auch die Fähigkeiten eines zum Beispiel 100-stufigen Tanks. Also interessant, wirklich witzig, wenn man sich das so vorstellt. So you find artifacts, you find new weapons, you find armor, and then you enchant those, and that becomes your character. If you run into problems, you can just switch around your gear, and you can turn yourself from a tank to a damage dealer to something focusing down on artifacts. Ja, das ist, glaube ich, auch der Einfachheit gewidmet, indem man sagt, wir verzichten komplett auf die Entwicklung der Persönlichkeit, also der Figur selbst. Also hier nochmal ein Skill-Tree für die Fähigkeiten der Person. Wäre vielleicht zu kompliziert gewesen, sondern man hat sich dann wirklich ganz auf die Waffen konzentriert. Du bist, was du trägst. Das heißt, man kann sich aufs Spielen konzentrieren, auf den Koop-Modus konzentrieren und dann eben auf Waffen, Rüstung, Artefakte und auf Zaubersprüche. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um das Spiel massentauglich zu machen.
effects and magic. In Minecraft Dungeons, we focus very much on the cooperative aspect of the game. That means that you'll get these cool moments of almost dying and then fighting for a while and then falling anyway, but your friend comes to revive you and you sort of barely make it through the level. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es dann auch wirklich so ist, ne? Dass das dann im Team, im Viererteam wirklich Spaß macht. Being part of this journey that Minecraft is on is incredible. It's a source of inspiration, it's a source of joy, it's a source of humbleness. I mean, we are taking now Minecraft from a game into multiple games. They should all feel unique, but they should all fit together. We hope that players will have fun playing this game, and if we can introduce the genre to a broader audience, and we can put a smile on their faces while doing so, that makes us happy as a team. Okay, das war jetzt so mal dieses Video hier, Minecraft Dungeons Diaries. Ich mache das hier mal wieder ein bisschen kleiner. Und dann versuche ich hier nochmal auf den Minecraft-Kanal zu gehen. Ja, also zusammenfassend möchte ich Folgendes sagen. Es war sehr interessant. Tagebücher der Minecraft Dungeons, Ursprünge. Wir haben also ein paar Informationen erhalten, die ich vorher nicht wusste, zum Beispiel, dass es also für den Nintendo 3DS entwickelt worden ist. Eigentlich ein Produkt, was ja schon seit 2011 hier am Markt ist. Das ist eigentlich eine alte Idee, die dann aber letztendlich erst jetzt im Jahr 2019 umgesetzt worden ist. Ich hätte mich dann auch interessiert, warum das eigentlich so lange gedauert hat. Aber vielleicht werden wir das in einem der nächsten Tagebücher der Minecraft Dungeons dann erfahren. Es gibt eine sehr enge Verbindung zum Vanilla Kernteam, das ist auch interessant. Und dass sich Teile des Teams dann auch schon gekannt hat vorher, war auch interessant. Schwerpunkt ist also Kämpfen, Abenteuer, du bist, was du trägst. Es gibt einen kooperativen Teil, das ist auch interessant. Man muss sich auf Waffen, Artefakte und Rüstung konzentrieren. Der Koop-Anteil ist sehr wichtig. Wir haben hier die Ursprünge erfahren, deswegen haben wir auch keinerlei Infos über die Beta bekommen, zum Beispiel, weil es hier eben um die Ursprünge geht. Und auch die Einblicke ins Entwicklerteam war sehr interessant. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr Infos, aber vielleicht kommt ja da nochmal was speziell zu dem Entwicklerteam. Wäre mir da lieber gewesen, dass man noch ein bisschen mehr aus dem ganzen Video rauskitzeln kann. Aber das war doch schon mal für den Anfang wirklich interessant. In dem Video ist auch Jens Bergenstein erwähnt worden. Wir haben hier nochmal ein Bild von ihm. Ich habe euch hier mal aus Wikipedia was rausgesucht. Das werde ich euch auch unten verlinken. Könnt ihr euch das hier nochmal anschauen. Und der hat also hier auch schon letztendlich seit 2002 an Online-Rollenspiele hier mitgearbeitet. Das ist natürlich sehr, sehr lange Zeit hier auch ein Mann mit wirklich viel, viel, viel Erfahrung in dem Bereich. Und das ist schon eine tolle Sache. Ich habe hier auch mal, ich gehe nochmal zurück hier, ist eine Website von ihm, dieses oxeyegames.com, wo wir hier, also wir können mal auf die Startseite gehen, hier eine Seite von ihm haben. Das scheint sein Game Studio hier zu sein. Introducing Cobalt. Cobalt Launch Trailer. Wir können uns das ja hier mal anschauen. Auch sehr schön gemacht hier. Eigentlich sehr modern schaut das Ganze aus. Quietschbunt. Macht bestimmt Spaß, hier auch ein bisschen zu kämpfen. Würde ich auch gerne mal spielen. Ich weiß nicht, was das kostet. Vielleicht gibt es das auf Steam. Auch die Seite werde ich euch unten mal verlinken. 2016, das ist schon ein bisschen älter. 2017. Ah, hier Dawn of Daria. Und auch über David Nisshagen werde ich euch mal Informationen hier dann noch unten
auf YouTube verlinken. Auch ein Mann, der seit 96, man muss sich das vorstellen, schon dabei ist. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Hier als Editor, First Assistant Director, als Producer, Film-Editor hat er gearbeitet, als Game Designer bei Funcom, als Lead Designer bei DICE und dann später hier Playdo AB, CEO, das müssten Geschäftsführer gewesen sein, Game Director, dann hier schon ab 2010, also das ist ja hier auch schon wieder 9 Jahre her, Lead Designer, Game Director, Business Developer bei Paradox Interactive, hier 6 Jahre, ist auch eine lange Zeit. Und dann eigentlich erst seit wenigen Jahren, hier ein Jahr, 3 Monate, das ist ja auch nicht viel, ist er jetzt hier als Product Owner im Spiel. Und vielleicht mache ich mal einen Artikel, was ein Product Owner ist und werde euch hier dann weitere Informationen geben. Aber das würde jetzt das Ganze hier sprengen. Deswegen mache ich da vielleicht mal ein eigenes Video, was ein Product Owner of New Exciting Things at Mojang, was das eigentlich ist. Das wäre dann aber wieder ein anderes Thema. Ja, so viel zum Thema Reaction, Infos über das Video von Minecraft Tagebücher der Minecraft Dungeons Ursprünge. Ich finde es einen interessanten Einblick. Das ist ja, sind ja nur 4 Minuten 36. Da muss man dann schon sich die Informationen rausziehen. Ich hoffe mal, dass es da noch mehr Videos dann auch gibt, dass dann eben Ursprünge, ich bin mal gespannt, was das nächste Thema sein wird und vor allem, wann das rauskommt, in welchem Rhythmus das rauskommt. Ich werde euch da dann auf dem Laufenden halten und wenn ich darüber ein Video machen kann, also wenn sich die Informationen taugen, dass man da ein Video drüber machen kann, werde ich auch eins drüber machen. Ja, ich bedanke mich für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.